Was geht ab, liebe Leute? Heute gibt es mal einen kleinen Vlog hier auf dem Kanal. Und zwar versuchen Jasmin und ich mit Delani zusammen einen kleinen Ausflug zu machen. Dafür packt sie ja gerade schon den Anhänger voll und packt alles ein, was sie so braucht. Und dann gucken wir mal, was dabei wird. Ich habe auf jeden Fall 70 bis 200 dabei, also das komplette Kamera-Equipment. Und dann gucken wir mal, dass wir ein paar schöne Fotos heute machen können. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt, wie es sollte, da eigentlich pure Sonne angesagt war, aber irgendwie bis jetzt noch nicht der pure Sonnenschein kam. Und, freust du dich? Ja. Das sieht aus. Guck mal, wie groß die ist. Ganz schön. So, wir sind am Ziel angekommen. Jasmin ist hier auch irgendwo am Start und lädt jetzt gerade erstmal das Pad aus. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ja, hat man. Ich habe die Kamera auch gesehen. Ist aber dunkel. So. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und jetzt gucken wir gleich erstmal, wo wir hingehen und ja, wie das Ganze hier aussieht. Freust du dich? Okay. Klar! Eine Sache muss man ja echt mal sagen, auf eine Wetter-App ist heutzutage kein Verlass mehr drauf. Ne? Eigentlich hieß es, dass es um 12, 13 Uhr, also die Uhrzeit, die wir jetzt haben, hier traumhaft sonnig ist und wir schönes Wetter haben, aber es ist einfach alles grau. Ihr habt das aber auch schon mal gesagt in einem anderen Video, dass eigentlich so ein bedeckter Himmel cool ist, wenn man so Produktfotos und sowas machen will, weil man eine schön gleichmäßige Ausleuchtung halt von allen möglichen Gegenständen hat. Aber naja, vielleicht wird es ja noch was mit dem Wetter. Ich habe vorhin blauen Himmel gesehen. Wo? Da. Nee, guck mal, ohne Scheiß. Das ist dann auch schon wieder alles gewesen. So, wir haben jetzt hier gerade so einen geilen Weg entdeckt. Das ist immer eine übelst geile Linienführung einfach. Deswegen mal gucken. Zu dem Thema Linienführung und Bildausschnitt will ich eigentlich auch nochmal ein Video machen. Aber das ist ein anderes Thema. Na, auf jeden Fall werde ich jetzt mal 70 bis 200 aufschnallen und dann mal gucken, was man da raus machen kann. Ich blende euch die Bilder natürlich gleich dann einfach mal ein. Echt einfach so eine geile Location hier. Jasmin sagt, die Reitwege sind super, also es sieht so aus. Keine Ahnung. Kann ich nicht ganz so viel mit anfangen, aber alleine vom Wald her, von den Farben her, ist es echt cool hier, um richtig coole Fotos zu machen. Und wie ich jetzt gerade sehe, ist da vorne ein Bach quasi, wo Jasmin durchreiten kann. Und eine Brücke. Mal gucken, ob man da vielleicht auch nochmal ein schönes Foto machen kann. Was? Das war kurz dran, hier ist alles voller Wasser, das war so ein Durchgang. Jetzt ist es nur noch dran. Okay. Kein schönes Foto. Nee.
Schade, der Bach ist leer. Ist kein Wasser drin. Vor 2 Jahren war Jasmin wohl schon mal hier zum Ausreiten. Da war das Ding randvoll. Hä? Randvoll auch nicht, aber es war Wasser drin. Manchmal hast du Pech. Ich mag mich einfach mehr als dich. Ja. Du tust dir auch nichts. Hä? Du reitest sie ja auch nicht und forderst irgendwas. Nee. Mit Delani? Nee. Ja. So, Jasmin ist jetzt mit ihrer Freundin zusammen weiter ausreiten gegangen und ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto und fahre nach Hause und werde mich wahrscheinlich daran setzen, diesen Vlog hier zusammen zu schneiden, in der Hoffnung, dass es was geworden ist. Es ist ewig her, dass ich einen Vlog überhaupt aufgenommen habe und dann noch mit Pferd und Freundin dabei, ist ja doch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man sich nur selber filmt. Naja, mal gucken, was wird. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen, Anregungen oder irgendwas anderes einfach mal sagen wollt, dann schreibt gerne unten in die Kommentare. Über jedes Kommentar freue ich mich nämlich. Und jetzt würde ich sagen, Peace und bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Nichts. Toll.